Grafis Krufthaus, richtig. Gargoyle. Tonleuchter, Typ, Mensch, anderer Mensch. Hallo, ich bin ein Elf. Hilf mir. Dieser Ru sagt, du Dinge ins Leben. Nein, tut er nicht. Dieser Sack ruft Ding ins Leben. Ach so, Moment. Ah, ich verstehe. Wow. Jetzt habe ich einen lebenden Sarg. Okay. Oh, ihr seid unsichtbar. Hi. Wir hätten gerne etwas zum Spielen. Da. Nicht? Der die Pumpkin? Er ist gefressen worden. Dann bekommt ihr jetzt von mir einen... Moment. Das widerspricht zwar der Definition von Gummiball, aber hey, who cares? Du gehst mir auf den Keks. Hör auf damit. Geh mal hoch. Hallo. Belebe mich wieder. Okay. Wie belebt man Gargoyles? Nicht so. Nein, nicht zertrümmern. Wie belebt man Gargoyles wieder? Beziehungsweise, wie... Ich hab dich aufgepasst. Scheiße. Ich weiß nicht, wie man Gargoyle wiederbelebt. Oder ein Gargoyle... Ich hätte halt draufgehauen. Hm. So glaube ich nicht. Okay, ich glaube, ich habe den Star Ride verpasst. Der da hat einen Geil. So, zur Weltkarte. Ich weiß nicht, wie man Gargoyle wiederbelebt. Okay. Habe ich nicht aufgepasst. Vielleicht war es das einer von euch. Du kannst. Kannst du dein Spiegelbild sehen? Nehmen wir einen Schwamm. Hallo, who are you? Geh weg. Aha. Ja, das gefällt dir, ne? Hier, hast du einen Lappen. Ich bin das Buch. Hallo. Befreie mich von dem Bösen. Ich helfe dir. Na gut, kriegst halt nicht den Papst, kriegst Pappe. Hier hast einen Pappkarton. Gerade ein Dämon mit einem heiligen Pappkarton. Okay, ja. Deine Religion ist für den Arsch. Feiern wir eine Party. Okay.
Party! Das ist enough! Da. Hey, Cthulhu ist da! Was bist du? Tanzende Cecilia. Werwolf. Ah ne, Behemoth. Oh, der geht mir auch gerade auf den Keks. Ah. Ich weiß, ich nehme hier viele Waffen, aber scheiß drauf. Du gehst mir auf den Keks. Was bist du für einer? Tanzender DJ. Wegen einem Ballon machen die so einen Aufstand, ne? Hallo. Zauberbuch. Was ist hinter mir? Da. Das ist ein Schwert. Was ist hinter mir? Rostige Rüstung. Der passt nicht hier rein. Achso, ich kann nicht verschieben. Ah. Ziege. Oh, guck mal. Hallo. Amüsierter Bauchredner, Popo. Besen. Du! Die Flamme hält mich noch hier unten gefangen. Was bist du? Shambler? Kenn ich nicht. Die Flamme, okay. Ein Wassereis. Das hilft auch. Ich wollte einen Geist, aber. Oh, ich kann die. Was bist denn du? Hallo. Gut zu wissen, dass es dich existiert. Ich nehme mal den Besen mit. Oh, cool. Warum? Wie? Was? Wo? Why? Ich löse hier Quests, ohne dass ich weiß, dass ich sie habe? Okay, finde ich cool. Los, Besen. Gott, ist das hier verwinkelt. Geht's dahin? Gehst du. Mach den Dachboden etwas gruseliger. Okay, wir spielen Stellen. Ich weiß nie, wie man den schreibt. Stell einen Cthulhu rein. Also wenn das nicht gruselig ist, Cthulhu im Dach. Ich meine, das sind sogar zwei Cthulhus. Hi Jungs. Oh, eine Spinne. Hi, Spinne. Ich will fürchteinflößend sein. Jetzt habe ich sie mitgenommen. Okay. Das hat sie jetzt nicht Vorsteinflüssler gemacht, irgendwie. Keine Ahnung. Brauche ich noch. Noch einen. Mal gucken, wo der ist. Bestimmt irgendwo. Ach, das ist der Gargoyle. Okay, das heißt, ich kann mich. Oh, mein Besen, der geht ab. Hallo, gut. Finde die Geister und befreie sie. Na gut. Something strange. In a neighborhood. Who got a car? Ghostbusters. Frei das Haus vor den Geistern. Gib mein Kunde zuerst was, um das übernatürliche sehen. Zu sehen. Spektralbrille. Gibt's das? Seekranke Brille. Seltsame Brille.
Nein. Infrarotbrille. Oh yeah. Das sieht sau strange aus, ganz ehrlich. Eine magische Infrarotbrille. Geistersehende. Geisteskranke, genau. Das hatte nicht. Alles Essendes, Allwissendes. Das allwissende Monokel. Mit was sieht man denn Geister? Alter, wahrscheinlich wisst ihr es jetzt schon, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie man sowas nennt. Also ich weiß auch schon, was ich will, aber hat so einen Spektraldetektor oder sowas. Das gibt's aber nicht. Saft allgemein Traumsaft. Hey. Hab ich mir jetzt hinter das Auge geklemmt. Etwas mit übernatürlichen. I don't get it. Ja, das weiß ich. Mit was sieht man die denn? Ich hab doch hier... Ich brauche mal noch... Was da fliegen? Das ist immer gut. Komme ich nämlich auch wieder hier hoch. Mit was sieht man denn Geister? Ohne Scheiß, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Nee, meins. Du hau ab. Alter, du sollst das Ding nicht in die Hand nehmen. Okay, lass es halt. Moment, aber... Ah, Moment! Genau! Hiermit? Ah! Gib mir drei Dinge zum Spielen und ich verlasse dieses Haus! Okay, du kriegst... Jack! Du kriegst einen Würfel. Gut, Chuck wollte sie nicht, aber scheiß drauf. Du kriegst du kriegst eine Spielekonsole. Du kriegst einen Spielautomat.
Natürlich ein Videospielautomat. Tack den Videospielautomat. Dann kriegst du. Was kriegst du noch? Du kriegst ein. Snoolaubreifen. Und du kriegst eine Batterie. Mach was draus. Dann kriegst du eine Autobatterie. Hier. Nicht? Keine Lust? Dann kriegt Chuck die Autobatterie. Dann bekommst du. Du bekommst du noch einen Hund. Den können wir auch spielen. Geil, der Hund hat funktioniert. Ich verschwende erst, wenn ich eine Hochzeit bekomme, die ich verdiene. Gib mir drei Dinge, um mich zu befreien. Okay, Frau. Steh schon. Du kriegst ein. Gambling. Du kriegst einen geizigen Blumenstrauß. Da. Dann bekommst du von mir einen Ehemann. Geil, ich kann den einfach so erschaffen. Cool. Und du bekommst einen Priester. Oh, einen altertümlichen Gelehrten. Dann kriegst du einen Kirchenpriester. Du bist scheiße, du kannst nicht verheiraten. Hey, da ist der Priester wieder. Ich sitze hier schon seit langem fest. Gib mir drei Relikte der Heiligen Kirche. Ich kann den Ort wieder verlassen. Da, nimm den. Ich glaub nicht. Dann kriegst du ein Kruzifix. Da. Dann kriegst du ein. Ist noch ein Kruzifix. Nicht, keine Lust. Ich gehe nicht so oft in die Kirche. Kriegst Jesus. Na gut, kriegst du James. Da. Okay. James hat sich gerade in die Luft gejagt. Dann kriegst du Geld. Die Kirche hat viel Geld. Nimm das Geld. Kirche. Ah, Moment. Du kriegst Weihwasser hier. Natürlich. Und. Ja, kriegst eine Kutte. Hier hast du eine Kutte. Kirche. Alter, ich gehe so selten in Kirchen. Was gibt's also in Kirchen? Gibt eine Bank. Hier ist eine Bank. Die stehen auch immer in der Kirche. Na gut, das ist eine Parkbank, aber egal. Was kriegst du denn? Gib mir alles, was man in einer Kirche finden. Ist in Ordnung. Das ist eine Bank! Das ist eine Kutte, das ist. Na gut, kurz. Geld! Oblaten. Brot. Brot nimmt er! Ich war längst in diesem Haus. Gib mir drei Dinge und Legzeiten wollte, damit ich endlich gehen kann. Du bist ein Ritter. Du kriegst einen roten Drachen. Nein! Hier. Gut.
Viehhänder. Das sieht richtig aus. Drache, ein Schwert. Ein Schwert hat er, glaube ich, nicht genommen. Ich hätte doch vorhin beim Priester den Heiligenschein. Fällt mir gerade ein. Eine Prinzessin. Und ein Elf. Hau bloß ab! Das bewerfe ich dich mit meiner Kristallkugel. Warum hat er das Schwert nicht genommen? Du kriegst noch. Ich meine, du hast ja schon einen, aber scheiß drauf, der ist gigantisch. Das Schwert liegen lassen. Ich will das haben. Egal, ich kann es mir immer noch schaffen. Yeah, gesammelte Star Rides 20! Woohoo! Hallo Cthulhu! Ah, geh weg! Los, Besen! Macht Cthulhu! Den Kampf will ich sehen. Besen gegen Cthulhu. Besens gegen Cthulhu. Interessant! Empfinden der unbrennbare magischer Besenstiel. Cthulhu, you got a problem. And you killed Cthulhu. Woohoo! Gut. Bin ich der Gaga wieder da? Nö, der ist nicht wieder da. Cool, das war interessant. Wir haben heute 3 Level abgeschlossen, ne? Sehe ich das richtig? Oder fast 3 Level. Nur fehlen noch ein paar Punkte, aber scheiß drauf. Hier vermehrt sich alles. Okay. Hey, guck mal, eine Anonymous-Maske. Weißer Guy Fawkes Maske. Was ist das? Ein Transformator. Warum steht da ein Transformator? Wer bist du? Xenophobischer Insektizider Ausbildungsunteroffizier. Alter, was ist Namen? Hallo. Gut, damit würde ich aber sagen, das soll's für heute gewesen sein. Ich bin untot. Für mich untot. Egal. Verdächtiger, amüsierter, untoter, empfindender LARP. Ich bin LARP. Spiel. Ach, ich bin LARP. Achso, ich bin LARP-Spieler. Okay. Gut. Da oben ist ein Geist. Hallo, Geist. Hallo. Bist du auch untot? Ein untoter Geist. Woohoo. Gut, damit würde ich sagen: Mein Name ist Gartok. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und. Ciao, ciao.